einem Boot haben wir. Ja, das ist ein dänisches Boot, war ja 1977. Das hat damals Klaus Triefert bauen lassen. Er war ja dreimaliger Europameister in der Klasse OJ, ist damit in der Klasse OA gefahren. Dann hat es Herbert Holz gefahren in der OJ. Und ich habe es dann irgendwann, ich glaube 2014, auf Hiddensee im Pferdestall wiederentdeckt. Dieses Boot war eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt habe ich das Boot wieder so weit hergerichtet und fahre mit einem Zimbelmotor, Ende 80er Baujahr, mit ungefähr 70 PS, 250 Kubikzentimeter. Das ist schön. Wunderbar. Und was hast du nur noch vor? In den nächsten Jahren so? Wie viele Rennen willst du noch fahren? Dann willst du wieder einstellen? Nee, habe ich eigentlich nicht vor. Ich freue mich, wenn ich hier bei den historischen Rennbooten mitmischen kann. Ich bin ja da in der Hinsicht ein Sammler von Herren. Ich habe 13 Boote zu Hause. 3 oder 4 sind sozusagen schon rennfertig, alle haben Motoren. Und meine Freude ist es, zu jeder Veranstaltung immer möglichst anderes Boot, anderen Motor zu probieren. Und wenn man so einen Motor zusammenschraubt, dann ist es das schönste Glücksgefühl, wenn er läuft. Und wenn er dann sogar auf dem Wasser läuft und ich damit fahren kann, dann ist für mich der Held in Ordnung. Das ist schön. Also ein Enthusiast vor den Herren, so nach dem Motto. Aber 13 Boote, kannst du nicht alle alleine fahren, willst du nicht mal so eine kleine Truppe aufbauen, dass du so ein Team so gründest und dann mit mehreren vielleicht? Die 13 Boote sind ja nicht alle zum Fahren. Ich habe einige verteilt in Museen, zum Beispiel im Verkehrsmuseum Dresden ist ein Boot, im DDR-Museum in Pirna, im Fahrzeugmuseum Chemnitz und so weiter. Also so, dass die Boote auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Für mich ist das Schönste, dass es nicht nur bei mir in der Garage steht, sondern wie hier, dass ich das Boot zeigen kann beim Fahren oder im Museum, wo dann viele Zuschauer daran teilnehmen können, was zu DDR-Zeiten da für tolle Leistungen von der Technik und auch von unseren Fahrern mit Welt- und Europameistertitel da betrachten sind. Nächste Klassikveranstaltung, wo ist die? Nächste Klassikveranstaltung, ja, dieses Jahr gibt es keine mehr. Wir sind dann noch in Altendorf in der Woche, aber dort war keine Zeit für die Klassik, weil dort ist ja die Meisterjährung und aus Zeitgründen mussten wir da unser Programm ein bisschen reduzieren und die Planung für nächstes Jahr wird ja dann doch erst kurz vor Weihnachten gemacht und auch die Veranstaltertagung war noch nicht, sodass ich mich da erstmal bedeckt halten muss. Auf alle Fälle würde ich mich freuen, wenn wir wieder nach Grünau zurückkommen, hier auf dem traditionsreichen Kurs zu fahren. Da gab es ja schon 1930 die ersten Rennen und es ist einfach toll, tolle Atmosphäre mit der Tribüne. Gefällt mir wirklich super. Ja, das ist wahr. Und ich danke dir. Toll, toll, toll. Bleib gesund und pfleg deine Motörchen und deine Boote richtig schön. Ja. Danke auch an alle. Herzlichen Dank und einen guten Heimweg.